Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zum Iron Man Part. Yeah, wir sind oder wir stehen immer noch bei unserer Kriegsfürstin Sylvanas. Und ja, wir haben noch eine Quest. Wir sollen, glaube ich, mit ihr reiten, begleitet Fürstin Sylvanas Windläufer zum Grabmal im Silberwald. Da muss ich nicht mehr viel reden, weil die Gute redet nämlich mit uns. Hoffe ich. Na? Ich war nicht immer die Banshee-Königin. Und mein Volk waren nicht immer die Verlassenen. Einst umfasste dieses Land die nördlichen Königreiche von Lordaeron, regiert von König Tyrenas Minithil. Tyrenas hatte einen Sohn namens Arthas. Arthas. Allein der Name lässt meinen Körper vor Wut erzittern. Dieser Knabe, Arthas, nahm sich die verfluchte Klinge, die als Frostgram bekannt ist. Mit Frostgrams Hilfe tötete Arthas seinen eigenen Vater und vernichtete alles Leben in diesem Land. Meinen eigenen Tod besiegelte Arthas, als er und seine Armeen meine Heimat Keltalas plünderten und mein Volk töteten. In seiner Grausamkeit entriss Arthas meinem Körper die Seele und ließ mich als Banshee auferstehen, um seiner Geißelarmee zu dienen. Ähnlich erging es all jenen, die der Geißelkriegsmaschine zum Opfer fielen. Im Tode wurden sie als geistlose Untote wiedergeboren. Doch Arthas war nicht unbesiegbar. Mit jedem Tag, der verging, schwand seine Kraft und seine Macht über den Willen der Verdammten. Im Moment seiner größten Schwäche schlug ich zu. Und obwohl die Zeit gekommen war, Sühne zu leisten, konnte der Wurm seinem Schicksal entrinnen und in die eisigen Wüsten Nordends entkommen. Mit dem Verschwinden Arthas schwand auch die Kontrolle, die er über die untoten Horden Lordarons hatte. Nach Wiedererlangen meines Körpers befreite ich die verbliebene Geißel. Der Grausamkeit und Unbarmherzigkeit von Arthas, dem Mann, der zum Lichtkönig werden würde, entwuchsen die Verlassenen. Unser Ziel, unser einziges Sinnen war die Vernichtung des Lichtkönigs. Wir schlossen uns der Horde an und traten unseren Weg zur Erlösung an. Nun ist der Lichtkönig tot und wir sind zurückgekehrt. Diejenigen, die dieses Land im Leben ihre Heimat nannten, tun dies auch im Tode. Doch die Allianz erkennt unsere Rechte nicht an. Sie behaupten, dieses Land gehöre ihnen, um so die Ansprüche derer zu entkräften, die dieses Königreich gegründet haben. Ich werde das nicht zulassen. Niemals! Lordaeron gehört den Verlassenen. Auf immer und ewig. Harte Worte, aber bisher hält sie sich natürlich wacker und mit ihren Behauptungen hält sie auch stand. So, meine Sind wir denn Hübsche. nicht Sklaven dieser Folter? Ich habe keine Zeit für Gerede. Was hast du für mich? Findet 6 Insignien der Verlassenen bei den Leichnamen der Veteranengardisten der Verlassenen. Okay, das kriegen wir hin. Das sollten wir hinkriegen, ne? Wir haben es ja auch nicht mehr weit. Noch 1900 Punkte. Dann geht's ins neue Gebiet und da bin ich dann gespannt. So, wir haben. Ach, unser Captain ist hier wieder und der Kriegsherr Torok, die beiden, er, sie hält wieder Ausschau. Ich weiß gar nicht, wie man da so durchgucken kann, aber gut. Niemals stumpf sein. Weckt 8 orkische Seebären auf. Natürlich machen wir. Und ich würde einfach sagen, wir machen in diesem Part, wir machen jetzt nochmal schnell die Uhr an. Ich glaube, wir haben jetzt noch gute. Gott, 10 Minuten grob. Und in diesem Part machen wir jetzt noch diese Questreihe fertig. Und dann im nächsten Part werden wir dann im neuen Gebiet. Ich glaube, was haben wir denn hier? Vorgebirge, ne? Vorgebirge des Hügellandes anfangen. Also, wir kommen voran, Leute. Es geht. Wir ziehen mal unsere Waffe. Nicht das, was passiert, nicht, dass wir angegriffen werden. Und mit Stufe 20 können wir auch dann offiziell reiten. Geil! Oh, nicht mehr immer so hin und her, sondern mal ein bisschen schneller, ein bisschen flotter unterwegs. Junge, 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 ey, rechts vor links hier. Was ist mit euch? Danke. Zu spät.
angehalten. Mann, 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 Mann. Gut, so. Bitteschön. Schon mal ein bisschen Met reingeballert. Wach ist er. Gut, so, Tierchen. Schnapp, schnapp, mach's platt. Bam. Oh, die fallen richtig geil. Bin ich ja immer noch vom begeistert. Kann ich ja. Ich glaube, jede Folge wird langsam langweilig. Aber ich bin einfach. Weiß ich nicht. Das ist so easy. Ich hoffe, es wird halt dadurch auch ein bisschen schwerer, dass wir jetzt auch in vernünftige. Oh, wartet. In vernünftigen Gebieten reingehen. Oh, hier plus eins. Hier. Yeah. Angezogen. Boah, schick. Oder? So. Hier. Bitteschön. Wo ist das mit den Verlassen? Ach, da hinten. Ah, shit. Okay, müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, damit wir da noch hinkommen. In diesem Part. Ja, ja. Wollen wir ja vernünftig fertig haben. So, ich habe gar nicht mehr nachgeguckt. Haben wir irgendwas Neues bekommen? Rückzug haben wir mit 14 bekommen. Wir sind jetzt schon fast 20, aber wir kriegen nur wilder Ruf. Ne? Ein Passiver. Okay. Und den Kick kriegen wir dann noch. Reicht ja auch, ne? Unser Tierchen macht sowieso den meisten Damage. Von daher habe ich da keine Probleme mit. Hier ist noch ein Ork. Oh, er ist 4 von 8. Junge, Junge, Junge. Müssen wir uns aber noch ranhalten, bevor wir hier unten alles freiräumen. So, haben wir hier noch ein paar? Nö. Wo seid ihr? Da. Und da. Okay. Kloppen wir weg. Mich würde interessieren auch mal, wie ihr im Moment, ich springe jetzt einfach mal wieder ein bisschen das Thema, wie ihr im Moment in Legion klarkommt. Was für ein GS habt ihr schon? Seid ihr schon Raid fertig? Ja, mit eurer Gilde oder so? Würde mich interessieren. Oder wie handhabt ihr das? Geht ihr gleich direkt am Mittwoch rein oder erst dann, wenn eure Raid-Tage normalen Raid-Tage sind? Och, Leute. Meine Hasen rasten gerade wieder aus. Ich weiß nicht, was das soll. Mal gucken, ob... sorry, ich habe mich gerade weggedreht vom Mikrofon, weil ich mal nach hinten gucken musste. Und ich glaube, wir müssen auch in diesem Part heute mal eine kleine Pause einlegen. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, und da sind wir wieder. Wir haben es hingekriegt, uns zu beruhigen. Ja, jetzt sind sie natürlich wieder beide außer Atem und können nicht mehr. Nur als Info für euch, wir haben eine neue Häsin bekommen. Und die Eingewöhnungszeit halt dauert natürlich von Hase zu Hase halt unterschiedlich. Ist halt unterschiedlich, ne? Man muss sich auch erstmal wieder dran gewöhnen an den neuen Partner. Und unser Rammler, ja, ist halt das Problem, dass er die ganze Wohnung in Beschlag nimmt, ne? Also er weiß, wo, wie und wo seine Orte sind. Und die neue Häsin sucht sich natürlich auch irgendwo ihren Ort dann oder will da mal schnüffeln und da kommt sie halt ihm in die Quere und da hat er im Moment kein Bock drauf. Und da kommen die sich halt mal ein bisschen ins Rangeln, aber es ist jetzt nicht dramatisch. Also sie beißen sich nicht, also da braucht ihr keine Panik haben, falls ihr das überhaupt hättet, dass da irgendwas mit den beiden ist. Und sie beißen sich nicht. Es ist halt nur mal vorgekommen, dass er sie aus Versehen gekratzt hat. Aber das habe ich jetzt nachgelesen und auch mal nachgefragt, was passiert. Und wartet mal kurz. Ist nicht so dramatisch. So, damit haben wir es eigentlich auch. Das war eigentlich die ganze Aussage. Es ist nicht so schlimm und von daher bin ich auch froh darüber, dass... Es wird ja auch besser, ne? Mit den beiden. Man merkt das auch. Sie kuscheln auch, ne? Ja. Aber das Alter macht das Unterschied, ne? Mein Hase ist um die 3 Jahre. Sie ist gerade mal 5 Monate. Wir wollten eigentlich ein gleichaltriges Mädel haben. Aber vom Züchter her... Hatte er kein... Oh. Hallo. Hallo, das ist viel zu laut für mich. Also, ey, wir killen den jetzt einfach. So. Dann haben wir doch unseren... Kriegen wir da nicht 2000 Erfahrungsstufpunkte? Ja, da ist es. Nice. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind Stufe 20. Findet Karim Sturm sagen. Ja, nein, das machen wir nicht, weil wir gehen nach Briel. Definitiv, ist nämlich näher dran und von daher passt das. Wir machen, wie gesagt, in diesem Part machen wir noch gemütlich die Quest rein hier fertig und im nächsten Part sind wir dann am Anfang vom Hügelland
So, wir müssen erstmal die Massen an Worgen jetzt zurückschlagen. Können wir da schon hinschießen? Nö. Schade. Kommt ihr auch? Ah, jetzt bewegen sie sich. Jetzt haben sie gecheckt. Da müssen wir hin. Ja, sie haben Karte Kompass gerade noch durchgeführt in der Schule. Kriegen wir jetzt hier überhaupt schon mal? Haben wir überhaupt schon jemanden getötet? Ah, jetzt. So, aber wir sterben doch nicht, wenn wir es verkacken, oder? Ich hoffe mal nicht. Teilweise müssen wir ja dann auch aufpassen, was wir für Quests nehmen, oder? Ich habe mich da wieder nicht mit beschäftigt, ob wir in irgendwelchen Quests halt verrecken. Da kommt einer durch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Stirbt, stirbt. Hier. Bam. Hallo? Oh, 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 oh. Wir sind kein guter Schütze, auch als Jäger nicht. Ich hoffe, das macht uns jetzt hier keinen Stress hier, die da durchgekommen sind. Habe ich so noch nie darauf geachtet, weil ich ja echt Panik habe. So, wir haben es geschafft. Okay, die sind nur... Ach, die verschwinden. Okay, das Szenario ist beendet. Das heißt, wir haben es überlebt. Yeah, und wir können die Quest abgeben. Das heißt, der Party ist leicht zu Ende. Es tut mir ja leid, Leute. Aber einmal nach circa 10 bis 15 Minuten ist halt mal Schluss, ne? Das ist so. Dafür geht's halt nächste Woche richtig los. Da ein Gebiet, was genau mit unserem Level anfängt. Das heißt, die Gegner sind schwerer. Wir haben hoffentlich mal ein paar Probleme. Ich habe echt mal Bock, eine Herausforderung zu bekommen. Auch wenn ich es richtig geil finde, wie der Jäger hier durchballert. Deswegen habe ich ihn auch als Swing gleich als zweites hochgelevelt auf 110. Und ja. Gib mir die Herausforderung, Blizzard. Ja, es ist ja immer noch die Iron Man Challenge und es ist, im Moment fühlt es sich teilweise schon so an, wie als würde ich mit Account Gear questen. Ja. Stellt euch mal vor, mit Account Gear, wir haben ja jetzt schon, nutzen wir ja nur teilweise zwei Attacken oder zwei Klicks, dann sind die Gegner tot. Naja, egal. Ich hoffe mal, dass es sich jetzt ändert durch das neue Gebiet und ich muss mal gucken, ihr habt ja jetzt eine Woche Zeit. Ich würde gerne von euch auch noch zusätzlich wissen, ob ihr ein Problem damit habt, ob ich jetzt off-cam-mäßig das Reiten lerne und mal Kettenrüstung hole und dann vor Silberwald stehe. Habt ihr da ein Problem mit oder wollt ihr das gerne sehen? Ich meine, ich verstehe es ja, wenn ihr alles sehen wollt bei einer Ironman-Challenge, aber das ist ja wirklich, wo eigentlich nichts passiert. Und falls was passieren sollte, ich nehme es auf. Definitiv. Das heißt, ich würde es jetzt so... weit es geht, off-cam machen. Aber ihr dürft mir das natürlich und das Video schreiben, ob ihr damit ein Problem habt. Wenn ich bis nächste Woche Freitag, na, wartet mal, muss ich mal schnell gucken, bis zum 23. nichts unterm Video sehe, dann mache ich das einfach mal. Und hol mir die Sachen. Würde ich jetzt mal so schnell behaupten. So, haben wir noch einen Ruhestein irgendwo? Bluetooth, oh, das ist wieder ein anderer Kontinent. Nee, das wollen wir nicht. Okay, gut, Leute. Dann bin ich gespannt, was ihr schreibt zu euren Char in Legion. Ob ihr Raid fertig seid, nicht. Oder ihr keinen Bock habt zu raiden. Und wie ihr es seht, ob ich jetzt mal was Offcam machen soll, kann, darf. Ne? Das ist ja eure Entscheidung. Und von daher hoffe ich, ihr habt ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bis bald.